Ich brauche ein Pferd. Svenny, meine Stylistin und ich, nach der letzten Styling-Geschichte haben wir uns mal die Kommentare angeschaut und haben gesehen, dass ihr gerne auch mal sehen möchtet, wie ich persönlich mich selber style. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Wir haben uns hingesetzt, ein paar Gedanken gemacht und haben uns überlegt, dass wir eine Style-Challenge starten werden für euch und uns jedes Mal ein neues Thema überlegen. Das Thema heute ist, wir entscheiden uns für ein einziges Piece. Und Svenja überlegt sich gleich drei verschiedene Themen, die sie mir noch nicht verraten hat. Und für diese drei Themen oder Anlässe werde ich dann dieses eine Piece gestalten. Und Svenja sagt dann nochmal ihre Meinung dazu oder wirft alles über den Haufen und sagt, nee, so geht das gar nicht. Oder? Genau, ich fand das ganz, ganz schön. Also eure Kommentare haben uns an die Karten gespielt, dass wir nämlich überlegt haben, so arbeiten wir tatsächlich oft. Es gibt ein Thema und du bereitest es eigentlich für dich schon selber vor, zeigst es mir und ich gebe meine Kommentare dazu und dann stylen wir nochmal um oder neu oder so, also planen wir tatsächlich. Und was ihr nicht wisst, was ich toll finde, euch jetzt mal zu zeigen, dass Nazan privat und hinter der Kamera sehr, sehr fashionaffin ist und schon sehr viel mitbringt. Also jetzt mal ein Kompliment vom Profi. Du bringst sehr viel mit und das macht total Spaß, weil wir uns austauschen und ich auch manchmal noch was lernen kann. Wow. Und jetzt beginnen wir die Challenge und ich schaue mal, welches Teil ich raussuchen kann, was jetzt nicht ganz so einfach ist, was Nazan dreimal umstylt. Also los! Ich habe mir überlegt, wir nehmen am besten ein Teil, was im ersten Blick erstmal so vielleicht ein bisschen lieblich ist und man oft nicht weiß, wie kriege ich das gestylt. Und für mich ist das Piece, was ich jetzt aus dem Sommer noch mitnehme, was ich auch oft gefragt werde, wie style ich das denn, ist das Blumenkleid. Das Blumenkleid? Ja, ein Blumenkleid. Okay. Ich habe gedacht, die schwarze Hose, das wäre einfach gewesen. Nein, ein Blumenkleid, also ein Sommerblumenkleid. Mhm. Obwohl, ich liebe das Kleid, muss ich sagen. Das habe ich auch schon ein paar Jahre. Also deine erste Aufgabe ist mit diesem Kleid, du fährst mit dem Fahrrad dein Kind zur Schule und dann gehst du Brötchen holen. Okay. Mit dem Fahrrad. Oh, da will ich nie so ein langes Kleid anziehen. Okay, das ist meine erste Challenge. Das Blümchenkleid hat sich Svenja ausgesucht. Das habe ich immer wieder tausendmal angetragen, aber eigentlich so, wie es ist. Ohne spektakuläre Accessoires, ohne irgendwelche speziellen Anlässe. Fahrrad gefahren bin ich damit noch nicht. Deswegen muss ich da, glaube ich, ein bisschen rumtricksen. Ich überlege mir was. Okay, ich werde etwas drunter ziehen, was gut sitzt, was fest sitzt. Und dann werde ich das Kleid rüberziehen und aufknöpfen. Ich habe aber keine Ahnung, ob es total bescheuert aussieht. We will see. Ich habe mir jetzt mal diese Sachen hier rausgesucht. Da weiß ich, dass die gut sitzen. Das ist eine schwarze Hotpan, ein schwarzes Crop-Shirt und ein schwarzes enges T-Shirt-Kleid. Ich habe das so noch nie mit dem Blümchenkleid getragen. Das muss ich nachher mal ausprobieren. Aber auf jeden Fall würde ich natürlich beim Fahrradfahren und Kind abholen flache Schuhe tragen. Ist völlig klar. Alles so ein bisschen easy. Okay. Nee. So gut. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich will andere haben. Hier, die. Da. Ich glaube, ich mache das alles schwarz. Eigentlich habe ich gedacht, ich würde Sneaker dazu tragen, aber ich muss es mal anprobieren. So, dann würde ich mir die Haare auf jeden Fall hochstecken. Die habe ich immer dabei, die Kralle. Die kennen auch meine Kinder. Wenn die wegkommen, raste ich aus, weil bei meinen Haaren funktioniert nichts anderes. Und jetzt? Ich ziehe mich um. Das ist ja süß. So, ich habe selber noch gar nicht kontrolliert. Das ist richtig cool. So würde ich das, glaube ich, machen. Hast du ja auch gedacht, hinten, dreh dich mal kurz um, dass man hier vielleicht das noch ein bisschen rafft. Ja. Machst einen Knoten. Kannst du das so ein bisschen hochschoppen? Okay. Ich hätte sonst überlegt, kann man natürlich auch beim Fahrradfahren einfach das ausziehen. Genau. So fahren und dann irgendwie kurz vorm Bäcker oder vor der Schule anziehen. Oder vor der Kita einfach wieder anziehen. Accessoires? Willst du eine Sonnenbrille?
Hast du hingelegt? Finde ich auch gut. Ja, würde ich, glaube ich, machen. Ich würde mich für so was Sportliches, Cooles entscheiden, so ein bisschen. Ja. Wie sowas. Ich würde auch noch ein Käppi gut zum Fahrradfahren, falls du deine Haare... Es kommen ja noch mehr Termine heute. Ja. Noch zwei mit diesem Kleid. Bei mir ist auch ganz so heiß mit den Haaren. Stell dir vor, morgens ist das und du willst jetzt nicht nochmal die Haare waschen und dass sie vom Wind zerzaust sind. Okay, also ich könnte sie... Steckst sie hoch oder nimmst eine Mütze, die nicht so eng ist. Eine Käppi. Schwarz passt ja auch gut. Ja, genau. Ah, die ist ganz schön eng geworden. Ich habe die neulich gewaschen. Warte mal, müsst ihr eins weitermachen? Louis trägt die auch so gerne. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. So. Was du natürlich noch brauchst, ist eine Tasche. Manchmal mache ich das dann auch so auf dem Fahrrad, dass ich die Taschen dann so wie einen Rucksack. Ja, gut. So, auf dem Fahrrad. Okay, der war so. Aber die ist super, die ist super. This is where I wanna be, nah, nah, nah. Never ever gonna leave, nah, nah, nah. You ain't the uniform me. Was ich als Tipp oder Alternative euch gerne mitgeben möchte, ist, wenn man keine Hotpants tragen möchte. Ich zum Beispiel würde keine Hotpants so gern tragen, würde aber ein kurzes Kleid unter das Kleid ziehen. Das hast du auch rausgesucht, eben ein T-Shirt-Kleid. Hier so ein Tanktop-Optik, Rip. Finde ich total süß. Das ist halt nicht so kurz einfach. Mhm. Obenrum ist es gleich geschnitten, rundhals und geht ein bisschen übers Knie. Finde ich super. Soll ich mal reinschaffen? Ja. Okay. Das ist auch gut, genau. Finde ich auch sehr schön, ja, muss ich sagen. Ganz schlicht. Auch wenn es nicht so ganz so heiß ist, dann wird es ja bauchfrei. Wenn man das will, man ja auch manchmal nicht. Mhm. Gut. Ja. Die hatte ich immer oft im Urlaub unter. So Sommerkleidchen, ja, trage ich die oft. Okay. Also sehr gut, finde ich gut. So Mokassins sind übrigens Schuhe, die zu vielen Sachen passen. Deine Tasche? Die Tasche passt die immer noch. Es muss ja nicht mehr so sein, dass Tasche und Schuhe die gleiche Farbe haben müssen, ne? Was ja mal die absolute Styling-Regel war. Das ist eine Styling-Regel, aber das finde ich ist ein Thema, was wir mal auch mal getrennt davon behandeln können. Wie es mittlerweile ist, ob das immer noch gilt. Ja. Wollt ihr das sehen? So, ich bin schon ein bisschen platt. Okay. Du warst gerade mal erst Brötchen kaufen und dein Kind. Genau, ich war Brötchen kaufen. So, ja, jetzt das Blumenkleid. Du hast einen Termin mit deinem Chef. Ein Business Lunch. What? Business Termin. Pimp it up. Pimp it up, ja, in der Tat. Also ich muss sagen, normalerweise würde ich zu einem Chefgespräch niemals, niemals ein Blümchenkleid tragen, weil ich bei solchen Gesprächen immer so ein bisschen tougher wirken will und dann meistens schwarz trage, Hose und T-Shirt trage. Also Blümchenkleid ist in diesem Fall echt eine mega Herausforderung. Aber ich finde die Aufgabe jetzt sehr, sehr spannend, sowas Weibliches, Verspieltes ein bisschen härter zu stylen. Also da so Kontraste gegenzusetzen. Deswegen habe ich da so eine grobe Idee. Ich glaube, ich würde mit schwarzen Accessoires arbeiten. Schwarz ist ja auch hier drin. Mal gucken, was dabei rauskommt. Entweder würde ich etwas sehr Stylisches nehmen, sowas. Oder etwas ganz Klassisches, klassische Perms. Ich glaube, ich tendiere zu den beiden. Die nehme ich jetzt mal mit. Ich habe noch eine Idee. Sehe ich jetzt zufällig, aber könnte mega aussehen. Meine Django Boots dazu. Ich liebe die. Und ich meine, die sehen gefährlich aus, oder? Ich sehe da schon auf den ersten Blick etwas. Das würde hierzu passen und das würde dazu passen. Bei Materialien bin ich ja so ein bisschen spießig. Da bleibe ich dann dabei. Also ich würde zum Beispiel niemals Lackschuhe und so einen matten Gürtel nehmen. Entweder so einen kurzen oder einen langen. Hat sie doch mal gesagt, oder? Dass man irgendwie jedes Outfit mit einem schwarzen Blazer pimpen kann. Ich habe zugehört. Diesmal werde ich die Haare hochstecken. Weil, kleiner Tipp, niemals im Business-Termin sitzen, egal ob es ein Lunch ist, wo alles ein bisschen entspannter ist oder ein Verhandlungsgespräch oder ein knallhartes Gespräch. Also niemals dauernd den hier machen. Und
Hier würde ich überlegen, ob man das ein bisschen zu weit ausgeschnitten ist und vielleicht das noch so ein bisschen abstecken für einen Business-Termin. Sonst bin ich ja nicht so spießig, aber bei Business-Terminen bin ich da mal tatsächlich eher kleinlich und vorsichtig. Jetzt, ich hatte zwar spontan das hier, aber ich glaube, da passiert mir zu viel auf der Jacke. Da das Kleid auch schon gemustert ist und die Schuhe so viel Bling-Bling haben, werde ich das doch weglassen und entscheide mich für einen ganz schlichten Blazer, der ein bisschen länger ist, aber in der Taille schön schmal. Also entweder so. Hey, sieht cool aus. Bin gerade selber überrascht. Das sieht ganz gut aus. Ohne Schmuck tatsächlich. Ohne Schmuck? Aber vielleicht. Und? Vielleicht, wenn man sich vielleicht draußen in einem Restaurant trifft. So eine Brille. Ich finde es gut. Es ist sehr niedlich. Ich finde, man kann ein bisschen mehr Gas geben. Was, niedlich? Hat die niedlich gesagt? Ja, ich würde mal vielleicht einen höheren Schuh nehmen. Das Kleid ist ja schon sehr lieblich. Ja. Also ich finde es so niedlich, aber es wird ein bisschen so mehr zu einem... Du hast es ausgesucht, Mann. Wie das mit dem... Genau, ja. Mit den Schuhen und so ist schon auch cool, aber okay. Ich würde es vielleicht ein bisschen provokanter machen. Also tatsächlich ein Pump lieber? Ich würde einen Pump nehmen und einen Smoking Blazer. Das sieht schon auch cool aus. Verdammt nochmal, sie hat recht. Sieht besser aus. So ein bisschen, wie soll ich sagen, cooler, schicker. Ja, der Gürtel. Der Gürtel geht ja, eigentlich doch, auch, ne? Eine Tasche, die man ins Büro mitnehmen würde. Du hast ja sicherlich Unterlagen zum Gespräch dabei. Gute Idee, eine Handtasche mitzunehmen. Also in Office ist, ich glaube, jede Frau hat eine Handtasche im Office dabei. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch tatsächlich die Tasche, die ich irgendwie gefühlt 100 Jahre lang als Office-Tasche immer benutzt habe. Jetzt gerade nicht, aber ich kram sie gerne wieder raus. Okay, und wenn wir einen kleinen Ohrring vielleicht noch? Hier. Entweder die, aber die sind mir fast zu niedlich. Finde ich sowas. Die? Würde ich auch finden. So nicht zu viel, nicht zu wenig. Also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir einen Business-Look hinbekommen mit einem Blümchenkleid. Aber jetzt, wo ich das sehe, ich würde so zu jedem Termin hingehen. Mega. I like it very much. Was mit euch? Das war Look 2. Jetzt kommt der dritte und letzte Look für heute. Ich erfahre jetzt, was meine nächste Challenge ist. Bin bereit. Ja, es ist jetzt, also du warst ja tagsüber im Büro, jetzt ist abends eine Party. Mhm. Also eine Party, einer deiner besten Freunde hat Geburtstag. Ja. Und ich würde sagen, es gibt ja jetzt keine richtigen großen Partys, aber im Garten, aber es kommen die coolsten Chicks der Stadt und die besten DJs fliegen auf. Und aber ich gehe doch gar nicht mehr weg. Okay, also eine Hausparty zu Hause. Genau. Okay, drinnen oder draußen? Draußen. Draußen. Im Garten. Mit Rasen? Das muss ich wissen. Für die Schuhe. Mit Rasen. Mit Rasen, okay. Also eher so eine Festivalstimmung. Coole Party im Garten, ein bisschen Festivalstimmung. Festivalstimmung, das ist gut. Ja. I like that. I like Festivalstimmung. Let's do this. Mein Magen knurrt. Also, jetzt kommt meine heiligste Sammlung. Ich bin, was viele gar nicht wissen, ein totaler Cowboy-Stiefel-Nerd. Ich sammle die seit Jahren. Viele trage ich eigentlich gar nicht mehr, aber ich würde die niemals weggehen, weil fast alle Stiefel eine persönliche Geschichte haben. Das waren meine allerersten. Die sehen auch schon ein bisschen abgelatscht aus. Die habe ich dann irgendwie zu Jeansröcken oder zu eben solchen Blümchenkleidern. Und die habe ich, als ich für Dreharbeiten in Las Vegas war, nach Feierabend bin ich dann shoppen gegangen und habe mir die geholt. Die hier finde ich auch so mega cool. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt, doch, das ist echtes Leder. Aber für die habe ich gerade mal $20 bezahlt. Die habe ich in einem Vintage-Shop in L.A. gekauft. Die sind cool. Ich hatte sie noch nie an. Vielleicht wird es heute Zeit. Habt ihr auch so einen Tick, dass ihr Sachen sammelt
und denkt, ah, die trage ich dann da und da und dann kauft man sie und dann stehen die da rum und man gibt sie nie weg, aber man zieht sie auch nicht an. Die habt ihr bestimmt auch schon mal auf ganz vielen Instagram-Fotos gesehen. Die. Den liebe ich. Das ist eine never-ending love story. I love you. Kannst ruhig lachen, Jim. Aber pass auf, die coolsten sind die hier. Die würde, ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, die nochmal zu tragen. Ich meine, guck dir die Absätze an. Die habe ich getragen bis zum Abwinken. Diese Spitze finde ich mega. Und was ganz selten bei Stiefeln ist, dass der so schön schmal ist hier. Gott, mein Schmuck passt jetzt irgendwie gar nicht dazu, den ich hier so bereitgelegt habe. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht mit so einem Festival-Look. So ein bisschen hippie-mäßig vielleicht. Ich liebe ja so Schlapphüte, aber man sieht da niemanden mehr. Ah! Yes! Ein echter Ranger-Hut aus Südafrika. Ein echter Lederhut aus irgendwo in Amerika. Uralt. Eine Zeit lang habe ich so Hornketten geliebt über alles. Diese Tasche, die ich nur noch so rumverwenden kann, dummerweise, weil hier Sonnenölflecken drauf sind. So blöd. Ich habe schon versucht, die zu reinigen. Ich kriege das nicht hin, deswegen geht die nur noch so rum. Aber es funktioniert ja. Man muss halt immer aufpassen. So, ich habe meine Wahl getroffen. Das sind die Accessoires, die ich zu diesem Kleid für eine Gartenparty, für eine coole, lässige Festival-Style-Gartenparty kombinieren würde. Cowboy-Boots, ein Hut und irgendwie hippie-mäßige Taschen. This is my style. Okay. Hey. Weiter geht's. Warum? Ich mag's will gerne nicht. Doch, aber ich finde es speziell. Also wenn man mal was ohne Hut, würde ich mal mit der Brille machen. Die Haare vielleicht ein bisschen zusammen oben. Ja. Und mal was mit einer Jacke. Die haben wir vergessen, weil es ja nicht immer so warm wie jetzt gerade. Stimmt. Draußen, es ist schon spät, brauchst du eine Jacke. Okay. Da können wir Varianten probieren und mit schwarzen Boots, Kleid, schwarze Elemente. Braun ist wirklich auch sehr schön, ich mochte deinen Look gerne, aber es geht auch mit schwarz. Warte, ich kann mich nicht so festhalten. Okay, zieh, einspannen. Okay. Hey. Stell dir das mal nach 10 Stunden Party vor. Komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Ist das am schwierigsten? Schwarze Leder geht ja immer. Mhm. Wow, finde ich auch mega. Voll cool. Super schön. Ja, die nehmen wir. Nehmen wir, oder? Kette weg. Nein, jetzt, Kette oder? Weg. Kette weg. Ich probiere mal mit der Kette. So, ich ist fertig, Mami. Ja, das finde ich aber gut. Nein, ich habe keinen Tick mit meinen kleinen Härchen. Ich probiere so cool. Mal die rote, vielleicht wird das besser. Ein bisschen kleiner. Tatsächlich. Ja. Besser, ne? Ja. Hätte ich nicht gedacht. So, der Look ist fertig, aber ich hätte ja nie gedacht, dass rot dazu passt. Aber, ist mega. Ich wollte das können. Details. Guck mal. Ach so. Rotes Leder im Schuh. Und kennt meine Klamotten schon besser und als ich. Rotes Muster, ne? Rote, ja. Blume. Deshalb rot. Und Gold wegen der Kette und der Brille, also so. Geschafft. Challenge bestanden. So, jetzt ab in den Jogginganzug. So, ihr Lieben, das war unsere erste Style-Challenge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir konnten euch ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben. Ich persönlich bin echt überrascht davon, was man, ich sag jetzt mal aus so einem Eulenkleid, ein Blümchenkleid, das glaube ich seit 10 Jahren bei mir im Kleiderschrank hängt, dass man damit solche Upgrades schaffen kann. Und ja, wir haben noch ein paar Ideen, oder? Ja, hat ja so ein Kleid haben ja viele Frauen, nicht alle, aber viele. Und es gibt noch andere Basics oder Sachen, die im Schrank von fast jeder Frau hängen,
mit der man auch seine Toilette machen kann. Ich habe natürlich noch einige Ideen, was ich mit Nasern so machen kann. Aber wenn ihr Wünsche und Ideen habt, was ich mit Nasern stylen soll oder was sie stylen kann, schreibt in die Kommentare. Genau, wir freuen uns über alle Ideen und wir freuen uns über jedes Abo. Dankeschön. Lieblingsbrille, 12 Euro, irgendein Vintage-Krimskramsladen. Habe ich mich aber bisher noch nicht getraut, die zu tragen. Sieht schon ein bisschen komisch aus, oder? Svenny! Ich mache das so groß wie dein Gesicht. Mach mal so. Du, sie so groß wie mein Gesicht, echt? Cool.